Ist ja noch nicht giftig, ein Biss. Doch. Hör auf jetzt! Norbert! Hey Leute, ich bin Jimmy, der Praktikant bei Zoo Zayak hier in Duisburg. Und wir haben die einmalige Chance, alle Tiere in Norberts Welt kennenzulernen und auf alle animalischen und absurden Fragen eine Antwort zu bekommen. Wir zählen direkt mal los. Eins, zwei, eins. Verdammt, nochmal von vorne. Wir drehen es nochmal. Oh Gott, okay, hier kann man halt dauernd wieder von vorne anfangen zu zählen. Das wird nie was, Leute, ohne Scheiß. Eins, zwei, eins, zwei. 1, 2, 1, 2, 1. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das damit kann nicht sein. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Norberts Wild mit dem Thema Scolopendra. Und wie ihr schon sehen könnt, das Tier ist verdammt giftig. Sven und Norbert haben mich beauftragt, die Beinpaare zu zählen. Und wie ihr gerade gesehen habt, es sollten 21 Stück sein, mal 2 sind 42. Und das, obwohl das ein 100-Füßer oder 100-Füßler sein soll. Wie er sich jetzt wirklich nennt, das klären wir heute. Auf 3, 2, 1 und bitte. War es jetzt schon bei 1? Ja. Okay. So, da kommt auch schon. Guten Tag, Norbert. Ich hab dir hier gerade den Scolopendra. Das heißt, jetzt kommt er auch schon. Ich komme jetzt hier schon das fünfte Mal heute vorbei und du warst bisher immer noch nicht da. Jetzt kommt er auch schon. Hast du eine Ahnung, wie lange das gebraucht hat, bis ich die Beinpaare gezählt habe? Dabei hättest du mir auch sagen können, dass du es auf dem Shirt hast, was ich auch vielleicht hätte selber bedenken können. Und dann hätte ich einfach hier kurz runtergezählt. Dann ist aber jetzt die Frage, ohne dass ich jetzt ganz schnell durchzähle. Leute, wie viele sind es? 21 Beinpaare. Und das hast du jetzt gezählt? Ja. Die, wobei, ja. Ohne Witz, wo ist bei dem eigentlich vorne und hinten? Ja, also vorne ist immer ungefähr am Anfang. Und hinten ist, glaube ich, tendenziell mehr hier unten. Da haben wir ja einen Kopf dran. Also du hast mir zum Glück ja das Warnsignal oben drauf getan. Und dafür bedanke ich mich sehr. Denn es soll giftig sein. Gehe ich mir davon aus, wenn ich dieses Symbol lese. Also heute, als ich dreimal hier war und der Jimmy noch nicht hier gewesen bin, da war ich auch ziemlich giftig, das muss ich ja ehrlich sagen. Aber komm, schwamm drüber. Aber warte mal, jetzt mach du. Hallo, warum jetzt so schnell? Warum denn jetzt so schnell? Das Tier ist gefährlich. Hier so können wir den besser sehen. Ach so, ja gut. Vollkommen richtig. Das so, stimmt. Ich halte jetzt gerade mit beiden Händen die Kiste fest. Kannst du den eben mal mit bloßen Händen rausnehmen? Naja, ich bin eher. Ich bin wenig davon überzeugt, dass ich das jetzt tun werde. Warum? Leute. Bisschen mutig. Wenn ich es am Ende des Videos machen soll, jetzt die Daumen hoch. Jetzt haben wir quasi die Kiste aufgemacht. Genau. So, fass den doch nicht so an. Warum denn immer so rabiat? Der beißt dich, Norbert. Also, du versuchst tatsächlich mit einem Ast-Trick. Ja, aber will er nicht. Da ist er, jetzt hast du ihn. Jetzt hast du ihn. Ja. Klappt gut. Klappt gut. Aber jetzt haben wir den schon mal prima alle gesehen, ne? So, jetzt so. Hau rein. Der ist nämlich echt flott. Das sehen wir direkt. Auf die Blätter. So, dann können wir den länger sehen, weil der lebt doch gerne versteckt. Norbert, der ist verdammt schnell. Der läuft wirklich sehr, sehr schnell. Und der rennt jetzt noch nicht mal, der läuft jetzt einfach nur zügig. Aha. Jetzt hat er eine neue Umgebung, alles riecht etwas anders, ganz klar. Und da muss er sich erstmal orientieren. Ja. Und das ist natürlich eine der Zeiten, wo man ihn relativ lange sehen kann. Ja. Denn wenn der gleich fertig ist und sein neues Revier erkundet hat, dann wird er sich irgendwo unter einen Stein, unter Blättern oder so zurückziehen. Aber du hast dich gerade schon gut erschrocken, als er deine Hand da gekascht hat. Das war da hast du also auch nicht so geplant. Also eigentlich sollte Jimmy den rausnehmen, aber der zuckt mal wieder und zickt hier Also es hier hätte unten. Ja aus Teamwork aus Teamwork hätte das. Wofür hat man denn Praktikanten? Das Symbol, was der Sven da draufgeklebt hat, ist ja nicht ohne Sinn gewesen. Ja, aber das Symbol liegt ja jetzt unter dem Deckel, das sehen wir ja gar nicht Und wir fragen uns natürlich jetzt alle, warum denn? Also kann er ihn auffressen? Wahrscheinlich eher weniger. Hat er einen Giftstachel hinten? Wobei, wenn wir jetzt mal ganz kurz gucken, wir haben ja gerade darüber diskutiert, wo vorne und hinten ist. Vorne und hinten, also jetzt vorne sehen wir es ist ganz die klar. Richtung, wo er hinläuft. Genau, ne? Würde ich jetzt auch vorne, sagen. Meistens. Ihr siehst, hier ist er. Hier. Ja, Norbert, tu die Finger da raus, du stirbst gleich wieder. Heute haben wir drei Tierärzte im Haus.
Guter also, Tag. Die würden, guter Tag. Die würden also, wenn der Skolopendra stirbt, würden den wiederbeleben. Jetzt sehen wir ihn. Vorne ist wahrscheinlich da, wo er hinläuft. Hinten ist genau dasselbe Ende, nur ja, weniger Kopf. Vorne sehen wir ja nun mal ganz klar Fühler. Genau. Die braucht er zum Orientieren. Oh, das ist schon gruselig. Und hinten hier. Die Hinterbeine, die hat er also so umfunktioniert, da kann er sich schön mit festhalten, ja. Kann er kneifen. Da kannst du, also wenn du da den Finger hin dran tust, da kann er sich richtig umklammern und sich ganz böse festhalten. Okay. Und dann, wir sehen ja, wie elegant und wie gelenkig der ist, dann kann er sich umdrehen, um den Kopf zu beißen. Ist ja noch nicht giftig, ein Biss. Doch, warum ja. nicht? Okay. Für dich könnte das fast reichen. Ich meine, das sind Todesfälle noch nicht bekannt. Aber ich bin der Meinung, das ist einfach noch nicht oft genug ausprobiert worden. Mhm. Ich hätte da eine Idee. Komm, gib mal deine Hand und dann wollen wir mal guten Tag. Ich sehe es nicht, ich sehe es wirklich nicht. Wenn der dann zubeißt, was passiert dann? Dann spritzt er ein sehr, sehr schmerzhaftes Gift. Also nachweislich ist noch niemand dran gestorben, aber das ist immer so dieses Nachweisliche. Und wer jemals gesehen hat, wie schmerzhaft dieses Gift ist, glaube ich auch, dass einige da zumindest durch den Schock an Herzversagen sterben. Norbert, was war's? Norbert, stopp. Norbert, du wirst, ich werde vorher den Erste-Hilfe-Kasten holen. Leute, wichtig, nicht zu Hause nachmachen. Norbert hat wieder richtig Bock. Norbert, geh wieder rein. So, hör auf jetzt! Norbert! Der packt dich und hat dich, ne? Aber der hat dich nicht erwischt, oder? Nein. Ich muss kein Pflaster holen. Norbert, ist so, nichts noch passiert. Mal. So, nochmal. Willst du jetzt nochmal? Der hat dich gerade aber nicht erwischt, oder? Noch nicht. Du hast aber gerade alles schief gemacht. Aber ich müsste ihm ja noch eine Chance geben. Und ihr da, ne? Ihr macht das alle nicht nach, ne? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Leute, macht es auf keinen Fall nach. Aber trotzdem jetzt nochmal, um das nochmal zu beschreiben. Also im Endeffekt hast du ja gerade die Hand reingelegt. Er ist ganz normal über deine Hand gelaufen. Genau. Und hat sich im Endeffekt jetzt auch nicht wirklich bedroht gefühlt. Ja, außer weil ich so ein sympathischer bin. Hello there. Also dies ist jetzt ein Südafrikaner und in Asien gibt es also Tiere, die wesentlich größer werden. Okay. Und auch noch wesentlich giftiger sein sollen. Habe ich noch nie ausprobiert. Muss ich mir erst mal über den Arm laufen lassen, dass ich das bestätigen kann. Klar. Ja, hier, unser Sven, der ist also jetzt auch super mutig geworden, seitdem er gesehen hat, dass ich das gemacht habe. Ja. Und hat jetzt seine Hand geopfert quasi. Das sind rosa Drachenfüßler. Rosa Drachenfüßler. Hammer, ne? Rosa Drachenfüßler. Okay, und das sind jetzt diese rosa Drachenfüßler, die auch zu den 100-Füßlern gehören? Genau. Okay, und aber die haben 21 Beinpaare. Jetzt haben wir euch mal ganz kleine gezeigt, haben euch einen mittelgroßen gezeigt und den großen habe ich nicht da. Wenn man sich den Skolopendra jetzt mal hier so anschaut, dann kann man schon gut nachvollziehen, dass das Tier über 400 Millionen Jahre alt sein soll. Der sieht noch gar nicht so alt aus. Ne, absolut nicht. Eigentlich und sieht der ganz jung aus. Eins der ältesten Gifttiere der Welt sein soll. Ja, das ist schon verrückt, ne? Dass sich so eine Tierart 400 Millionen Jahre auf unserem Planeten behaupten kann. Ja, aber wahrscheinlich ist das Gift einfach stark genug. Dem tut so schnell keiner was an. Das andere hat natürlich auch dann mit der Vermehrung zu tun. Die kriegen auch im Allgemeinen relativ viele Junge. Und da die meistens nicht so offen rumlaufen, sondern viel versteckt sind, muss man die auch erstmal finden. Der Norbert, warum verlässt er jetzt gerade das Aquarium? Ich will gar nicht das Terrarium verlassen, ist alles gut. Er geht nur die Wand hoch und guckt, wie das Wetter oben ist. Wir haben eigentlich gerade gedacht, dass wir extra ein höheres Becken nehmen, damit das jetzt halt irgendwie nicht passiert. Das ist jetzt doof. Ich gebe dir noch 2 Sekunden, dann ist sie oben. Ich dachte, die kann Glas nicht hochklettern. Nee, kommt am Glas auch nicht hoch, stützt sich dagegen ab. Und der Silikon gibt den scheinbar die Möglichkeit. Ich gebe dir mal den hier schon. Damit wir hier gleich wissen, dass Nee, ich glaube, der geht nicht bis ganz oben. Der wird wohl gleich wieder runtergehen. Ja, guck mal, wie der sich jetzt schön abstützt. Der hat tatsächlich vor, weiter raufzugehen. Das macht er auch. Und da ist auch ein Loch. Da ist auch noch ein Loch. Da oben ist ein Loch. Da oben ist ein Loch. Und dadurch ist er jetzt jeden Augenblick weg. Also ich nehme jetzt mal die Pinzette. So. So, jetzt habe ich die Pinzette genommen.
Ich habe die Pinzette genommen und habe ihn also damit gepackt. Aber er macht es wieder. Der hat eine Eisenallergie und da habe ich gedacht, dann nimmst du lieber deinen Finger. Was uns ja aber jetzt ganz klar darauf schließen lässt, dass offene Terrarien nicht die richtige Entscheidung sind für ein Skolopender. Ja, habe ich doch die ganze Zeit gesagt, oder? Ich habe jetzt hier noch einen zweiten Skolopendra, der ein bisschen kleiner ist. Mhm. Und dürfen wir den jetzt auch da rein tun? Können wir zwei Skolopendra in einem Terrarium halten oder wird das eine Betzerei? Da müssen wir erst den Sven fragen, wie teuer der war. Weil ich glaube, gleich ist da dann trotzdem nur einer drin. Ah, okay. Also das sind ganz klar Einzelgänger, okay. Und die hält man nicht in Gruppen und unterschiedliche, okay, Arten schon gar nicht zusammen. Aber ich kann dir den trotzdem mal zeigen. Da haben wir auch wieder einen schönen Totenkopf drauf. Aber wenn ich den zum Beispiel jetzt wie hier in so einem kleinen Behältnis halte und der ist also dann wach, ja, dann hätte ich ihn und könnte den... Wow, der hat rote Füße und dann fällt er wieder runter. Norbert, hier büchst jetzt gleich wieder einer aus. Ich habe mir hier so einen mega genialen Teleskopstab geholt. Damit kann nämlich gar nichts passieren. Und den hole ich jetzt einfach da ein bisschen vorsichtig wieder runter. Ja, aber ich bin da nicht für diese Metallteile. Also ach so, dann muss ich jetzt, bin da also ich mehr jetzt hier, tut mir ja leid, hier mehr für Naturprodukte. Der packt dich gleich wieder, ne? Was gleich packt wieder? Er dich wieder. Gleich jetzt, hat er dich wieder. Bis jetzt hat er mich ja noch nicht gepackt. Bis jetzt war ich immer noch der... Meinst du? Genau. Aber wir lassen uns nochmal zurückgehen zu dem mit den roten Füßen. Weil der hier hat jetzt gelbe Füße gehabt. Und dann haben wir ja hier die roten Füße. Wie viele Arten gibt es denn davon? Ist das jetzt schon eine andere Art? Oder ist das vielleicht ein Weibchen, weil es rote Füße hat? Da ist er. So, jetzt gehen wir nah ran und dann sehen wir direkt rote Beine. Rote. Ist schon faszinierend, das Tier. Oder ist das eventuell der Unterschied zwischen Männlein und Weiblein, dass die Füße... Nee, auf gar keinen Fall. Da gibt es natürlich ganz viele Arten. Und wir kriegen natürlich auch immer wieder unterschiedliche Arten. Ja. Und also es gibt ungefähr 3000 Arten. Ich muss also ehrlich sagen, ich kann die auch nicht alle unterscheiden. Norbert, wenn du jetzt hier so pustest und die Klimaanlage für den Skolopendra sein willst, dann sieht man ja direkt, dass der hinten diese Beinpaare aufstellt, wie so ein Skorpion auch so ein bisschen. Ne? Also Abwehr, man erkennt auf jeden Fall, wenn er sauer ist, wenn er eigentlich gar keine Lust mehr hat. Norbert, du willst es echt wissen, du wirst heute echt noch sterben. Norbert, du würdest mir einen riesen Gefallen tun, wenn du abschließend bitte dabei helfen würdest, diese Skolopendra, nicht Skolopender, in die Verpackung zu tun. Ja, okay, ich helfe dir dabei. Pass mal auf, wir nehmen die Box hier und komm noch mal bitte mit der Hand näher. Ja, ich komm. Hier hast du das Werkzeug. Ich gehe jetzt. Oh, danke, dass du mir den Stock gegeben hast. Das ist ja super. Ich bin weg. Na, tschüss, ja, bis nächste Mal. Okay. Also Leute, dann werde ich hier noch den Deckel drauf machen. Ich werde das Symbol wieder drauf machen, damit die Kunden auch alle Bescheid wissen, dass hier etwas wirklich Giftiges lauert. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, stellt es mir mal in die Kommentare. Dann haben wir hier rechts im Bild jetzt das Shirt eingeblendet, was Norbert heute in der Folge getragen hat. Das kriegt ihr online im Onlineshop oder hier im Laden. Könnt ihr einfach kaufen. Ansonsten Kanal abonnieren, TikTok, Instagram, Facebook und diesen Kanal hier auf YouTube natürlich abonnieren. Die Glocke direkt mit am Mann, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und die letzten paar Videos hören waren mindestens genauso interessant wie dies hier. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis nächste Woche Samstag. Tschüss!